Die Angst vor der Angst. Ein Video zum Thema Angst. Angst nimmt ja immer weiter zu, war auch mal vor ein, zwei Jahren großer Artikel in der Zeit. Ja, also Angst wird vermutlich das Thema der nächsten Generation werden, wenn es nicht das schon ist. Neben, ich denke, Adipositas zum Beispiel. Und die Angst ist in der Regel eine Angst vor der Angst, also eine Angst davor, was dahinter steht. Und hinter jeder Angst ist ja immer irgendwo ein Kontrollverlust, eine Ohnmacht, eine Überwältigung. Also das hat in diesem Sinne auch viel mit Trauma zu tun. Und also mit der Angst davor, eben halt nicht mehr handlungsfähig zu sein, Kontrolle zu verlieren. Und dahinter steht natürlich häufig eine Todesangst. Deswegen die Angst vor der Angst. Also das ist das Spannende, wenn man da also mal ein bisschen genauer hinschaut, vor was jemand eigentlich Angst hat, und dann schaut, was er wenn man das hat, was da wieder die Angst ist, die darin quasi gehalten ist oder beinhaltet ist. Und wenn man das dann so weiterspielt, das Spiel, dann kommt man relativ schnell in der Regel auf ganz tiefliegende, ganz archaische Ängste, wo es wirklich ganz banal um Leben und Tod geht. Und natürlich ist das eine Urangst im Menschen, die im Menschen angelegt ist. Hier ist 10 km/h. Das ist jetzt natürlich eine heikle Kiste. Fahr mal 10 km/h mit dem Auto auf eine Holzbrücke. Ja. Wer jetzt zum Beispiel Brückenangst hat, der sollte das Video hier nicht gucken. Hätte ich besser vielleicht vorher sagen sollen. Ja. Und das ist nicht zynisch gemeint, weil ich weiß durchaus, wie schwierig das sein kann für Menschen. Ich hatte da selber nie ein Thema mit. Auch nicht mit Karussells fahren und sonst was. Aber natürlich habe auch ich meine Ängste, und jeder Mensch hat irgendwo Ängste, und die sind ja auch gut. Es wird immer so gesagt, dass die Angst immer, häufig gesagt, dass Angst per se schlecht ist. Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich gleich irgendwo als Fußgänger womöglich irgendwo vorrennen oder vorne. Ich meine, wir haben zum Beispiel einen Bereich, wo wir die Ängste fast komplett abgelegt haben, ist interessanterweise dieser Bereich des Verkehrs. Das heißt also, man läuft da an der Straße lang und neben einem brettern die Autos vorbei, und man hat ja vollstes Vertrauen auf den anderen, der da sein Gefährt lenkt, dass er das alles schon managen wird. Aber dass da jeden Moment was außer Kontrolle geraten kann, das ist uns ja gar nicht mehr bewusst. Ja, das ist auch das ist so eine Paradoxie. Ne? Und man meinte, man hätte das dann jetzt irgendwie unter Kontrolle. Klar, im Flieger, da hat man natürlich wenig unter Kontrolle, wenn da vorne ein Typ sitzt mit Eheproblemen, der jetzt irgendwie da sich noch einen geschüttet hat und noch durcharbeiten musste oder sonst seinen Vertrag, Zeitvertrag verliert. Das kann ich schon nachvollziehen, dass Leute da eher so das Gefühl haben von Kontrollverlust, weil sie da ja gar nicht mehr eingreifen können in irgendwas. So, und diese ganzen Ängste sind aber eben halt auf eine gewisse Weise eben an diese zuvor genannte Angst, dieser Todesangst, daran sind die ja eben geknüpft. Und das ist was ganz Altes, was ganz Archaisches, was zurückgeht bis in die Nach Steinzeit. Nach 400 Metern biegen Oder Sie links ab. Vor Steinzeit. Dann ja. fahren Sie auf die Autobahn. Und da waren auch diese ganzen Ängste einfach wirklich sinnvoll. Ja, das heißt also, wenn ich vom Säbelzahntiger keine Angst gehabt hätte und mit positivem Denken daran gegangen wäre, biegen Sie links ab. Dann hätte dann ich vermutlich fahren Sie auf die Autobahn. Überlebt. Ja.
Sinne ist die Angst immer auch ein wichtiger Hinweisgeber, aber sie kann eben auch, wenn sie in einem ungünstigen oder ungesunden Maße auftritt, ein Lehrmeister sein. Nicht ohne Grund heißt es im Buddhismus oder auch im Schamanismus, gehe an die Orte, die du fürchtest. Und damit ist nicht gemeint, einfach nur da hineinzuspringen und sich dem auszusetzen und jetzt da einfach irgendwie reinzufallen, sondern die machen das auch immer mit, in Anführungsstrichen, Rettungsgurten. Das heißt, die haben vorher bestimmte Praktiken gelernt, die haben bestimmte Anker in Form von Bildern oder Gegenständen parat, die durchweg dazu dienen, zum Beispiel jetzt eben Ängste zu modulieren. Ängste als solche eben zu modulieren, sie handhabbar zu machen und mit ihnen umzugehen. Und das fehlt ja vielen Menschen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil des Jobs, den Therapeuten haben, Menschen, Skills, Möglichkeiten, Tools an die Hand zu geben, diese Dinge wieder besser modulieren zu können auf der einen Seite und gerade diese Kompetenzen, die sie auch haben, wieder bewusst zu machen und besser zu verkörpern. Vielleicht kannst du ja mal hinschauen, was deiner Ansicht nach, welche Ängste, wenn du eine Angst hast, welche Angst dahinter liegt, vielleicht auch welches unausgesprochene Bedürfnis damit zusammenhängt, weil oftmals verschwinden viele Ängste schon, wenn sie milderer Natur sind, wenn ein bestimmtes Bedürfnis wieder, wenn das geäußert wird und gesehen werden kann.